Zunächst möchte ich kurz darauf aufmerksam machen in eigener Sache. Ihr könnt hier direkt über den Link auf meinem Kanal der Telegram-Gruppe beitreten. Ihr kommt da zum Linktree und hier seht ihr dann meine Patreon-Seite. Hier könnt ihr dann entsprechende Level buchen. Einmal über die 3 € Beisteuerung oder die Spende für die Telegram-Gruppe im Basic. Es unterscheidet sich nichts zu dem 10-Euro-Paket. Es ist lediglich eine höhere Unterstützung. Und hier könnt ihr dann nochmal entsprechend nachlesen, was ich hier abziele, euch zu übermitteln, täglich beziehungsweise dann auch über den Monat hinweg. Also gerne hier vorbeischauen und mich unterstützen und dann auch meine weitere Arbeit hier auf YouTube. Vielen Dank. So, herzlich willkommen zum heutigen Update. Wir gehen wieder ein paar Aktien durch und ich glaube, es wird ziemlich spannend, vor allem jetzt, wenn der Markt sich dann öffnet. Wir sind noch in der letzten Woche Freitag zu den Schlusskursen. Geben so ein bisschen den Ausblick auf diese Woche, wie gewöhnlich, aber ab jetzt eben immer montags. Je nachdem, ob ich es eben vor dem Börsenstart schaffe oder danach, je nachdem wird dann auch entsprechend hier die Analyse kommen. Genau, wir starten mal hier rein mit Allianz. Wie wir hier schon sehen, ich habe hier auch mal meine Beschriftung, die ich jetzt hier, sag ich mal, versprochen habe, dass wir hier ein bisschen das ein bisschen erweitern, verbessern, dass wir ja auch das in Zukunft wieder nachvollziehen können, was wir hier uns überlegt haben, die Beschriftung mal eingefügt. Das kann ich auch noch ein bisschen erweitern, dass wir hier zum Beispiel die übergeordnete Korrektur sauber abgearbeitet haben. Ja. Aber das möchte ich hier gar nicht jetzt in diesem Zusammenhang immer durchgehen, sondern die Zeit euch auch ersparen und das dann im Nachgang machen. Prinzipiell haben wir, wie gesagt, hier die Korrektur von Orange abgearbeitet. Wir sind im Aufwärtstrend übergeordnet von Rot, hier auch untergeordnet von Orange und jetzt hier in der untergeordneten Korrektur von der blauen Aufwärtsbewegung, von dem letzten Impuls. Aber hier muss man, wie gesagt, habe ich schon markiert, die zwei letzten Tops hier beachten, dass wir kein neues High generiert haben. Und allgemein der Trend ist nicht da, sondern wir haben eher so eine Seitwärtsphase. Es ist jetzt nicht so, dass wir hier einen Aufwärtstrend sehen. Deswegen würde ich auch hier nochmal ein bisschen abwarten, um die Kurse noch ein bisschen fürs Portfolio zu optimieren, dass selbst wenn wir hier in der Seitwärtsphase uns doch in einem positiven Bereich befinden. Genau, das wäre so das allgemeine Verfahren für mich jetzt hier, weil wir eben hier nicht mit großen Kursentwicklungen, sage ich mal, rechnen, sondern eher mit einem stabilen Cashflow und ja, entsprechend, dass wir uns hier mal aufs All-Time-High hinbewegen, das wäre natürlich so hier die Überlegung, die ich hier auch ja, als Fundament vielleicht tätigen würde. Genau, so, ansonsten bleibt das Szenario unverändert. Spekulativ ist es jetzt rein von charttechnischer Sicht ja, weil wir keine abgearbeiteten Strukturen haben. Aber wenn man das Unternehmen als solches betrachtet, dann erscheint es doch sehr solide. Und kann man dann auch mit diesen Bewegungen arbeiten, dass man dann sich ein bisschen den Indikator raussucht, wo man denn einsteigen könnte, wo es Sinn macht. Gut, schauen wir weiter bei Nordex. Da hatten wir jetzt zuletzt eine schöne Reaktion gesehen. Daran hat sich auch nichts verändert. Ich hatte es ja auch immer angesprochen, dass wir hier nicht uns einkaufen. Wir wollten immer diese Korrektur hier sehen. Das habe ich trotzdem eingezeichnet hier, diese Korrekturstruktur. Aber wenn wir das allgemeine Chart uns anschauen, dann sehen wir, dass wir ein Muster haben, das eben eine höhere Relevanz hat und auch dieses Mal wieder in dem Sinne zum Erfolg geführt hätte. Das heißt, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, aus dieser Korrektur heraus wieder hier oben heranzulaufen.
Das heißt, hier bei 18 Euro ungefähr hätten wir wieder 100% erreicht, wer das genutzt hat. Ja, der ist jetzt aktuell investiert. Natürlich von meiner Seite keine Anlageempfehlung, aber wer sich hier entschieden hat, diese Formation zu nutzen, dann ja, hätte er hier bei der nächsten Aufwärtsbewegung die 100% auch erreicht. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Bis jetzt eine schöne grüne Bewegung, wie auch hier zuletzt. Von der Kerze her sieht das gut aus. Schauen wir mal, wie es da weitergeht, trotz der aktuellen Situation. Aber es sollte eher pro sein als negativ für Wind. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Soweit aber alles unverändert und eher positiv. Lucid auch spannende Zone. Da wird es langsam auch, sage ich mal, warm. Weil wir jetzt zum zweiten Mal hier diese mögliche Unterstützungszone anlaufen. Das ist in dem Sinne keine Unterstützungszone, weil wir lediglich hier ja, diesen einen Punkt hier haben und hier die Verbindung gezogen haben. Das kann man jetzt ja, auslegen, wie man es möchte. Im Endeffekt sind wir hier drunter gekommen. Das ist jetzt erstmal nicht positiv. Schauen wir mal, ob das jetzt hier hält in dem Bereich und wir diesen Docht jetzt hier lediglich nochmal ja, abgearbeitet haben. Das haben wir jetzt auch öfters schon im Chart gesehen. Deswegen möchte ich das hier nochmal hervorheben, dass dieser lange Docht, wenn das entsteht, wir oftmals dann nochmal so eine Brücke sehen quasi, um dann weiter zu steigen. Weil dann hier wieder der Gewinn abverkauft wird. Das bleibt aber abzuwarten, ob das hier auch wieder ja, zum Tragen kommt. Auf jeden Fall ist das eine Beobachtung. Vielleicht gibt es da auch irgendwelche Muster, die bereits bestehen. Auf jeden Fall, das würde ich mir beachten. Auch in Zukunft immer wieder, wenn man das im Markt sieht, dass man nicht vorschnell wieder einsteigt, sondern auch erstmal hier diese Korrektur dann nochmal abwartet, gerade wenn man hier so eine impulsive Bewegung hat, tritt recht oft auf. Und von daher schauen wir mal, was jetzt hier passiert, ob wir das nochmal nutzen und jetzt uns langsam mal wieder hier erholen. Ansonsten, ja, von den Produktionszahlen war es jetzt auch nicht so spannend. Es war ja eher rückläufig, beziehungsweise nicht rückläufig, aber wurden wieder gestrichen von der Anzahl her. Schauen wir, wie das da weiter läuft. E.ON auch interessant, auch mit einer kleinen Bewegung jetzt mittlerweile. Wir haben jetzt uns wieder in dieser Zone hier lang gehangelt. Wir hatten jetzt auch stetig diese neuen Highs gebildet, untergeordnet. Wir mussten ja bereits unsere erste Struktur, die wir hier schon mal gesehen hatten, nochmal mit der neuen orangen Aufwärtsbewegung jetzt nochmal updaten. Wer jetzt hier das langfristig sieht, denke ich mal, ist mit 8,80 Euro, glaube ich, nicht so ganz schlecht positioniert. Aber auch hier haben wir jetzt keine Struktur, die jetzt essentiell mit einem Trend zu verbinden ist, sondern es ist lediglich die Überlegung, dass wir hier halt recht tief in dem Kurs allgemein im Chartbereich sind und wir darauf ausgehen, dass wir hier wieder so eine Aufwärtsbewegung uns generieren. Also es ist eher so ein ja, Basisinvest mit einer gewissen Perspektive und einem Cashflow. Ich glaube ungefähr 6% Dividende aktuell. Das ist hier wieder der Faktor. Es ist jetzt nicht der Faktor Trend und Wachstum. Das sollte hier nochmal erwähnt sein. Gut, Meta hat sich soweit jetzt erstmal hier gehalten an der Unterstützungszone, beziehungsweise wir wollten ja noch ein bisschen tiefer gehen. Also wenn wir uns hier langhangeln, finde ich das super. Und wenn das auch vor allem noch ein bisschen länger geht und wir aber hier in dem Bereich bleiben, beziehungsweise dann noch ein bisschen tiefer sogar könnten, das wäre auf jeden Fall sehr schön. Bleibt abzuwarten. Aber soweit unverändert und hat sich jetzt ein bisschen gefangen, aber das hatten wir auch schon öfters hier in den Leveln jetzt. Also muss jetzt erstmal nichts heißen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Deutsche Post auch soweit jetzt nochmal mit einem Abschlag. Die letzte Woche hier nochmal zurückgekommen. Es passt aber auch ganz gut. Also, wir haben uns ja auch noch nicht positioniert. Wir hatten ja hier ein recht großes Gap noch
bis zum Ziellevel. Das heißt, theoretisch steht das auch noch aus. Und wir könnten dann nochmal die Korrektur sehen. Das hatte ich aber auch schon mal erwähnt. Also prinzipiell wäre es jetzt dieser Verlauf und dann würden wir hier nochmal die übergeordnete Korrektur sehen und dann quasi neue Bewegungen aufbauen. Die stehen aktuell noch aus. Aber erstmal konzentrieren wir uns jetzt hier auf diese Level. Untergeordnet, wie gesagt, wäre jetzt hier orange zu betrachten und übergeordnet haben wir hier die Überschneidung von der neuen übergeordneten Aufwärtsbewegung. Wenn wir das jetzt hier als abgearbeitet sehen, dann hätten wir jetzt hier ja, eine neue Aufwärtsbewegung übergeordnet in grün. Die habe ich einfach hinzugenommen, damit man hier diese Überschneidung sieht und das Level war ja jetzt auch in der Vergangenheit zumindest interessant für eine erste Reaktion. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. AT&T ist jetzt auch an der spannenden Zone. Man sieht jetzt schon, also wir sind jetzt aktuell wieder auf einem heißen Level. Wir sind jetzt auch hier wieder zusammengebrochen. Sorry. Und der Widerstand hat wieder gehalten, beziehungsweise das erste Mal. Wir haben den bis jetzt sonst immer als Unterstützung genutzt, sind dann hier durchgebrochen und jetzt ja, sind weiterhin in dem heißen Bereich, der normalerweise halten sollte. Also wenn wir jetzt hier ja, noch in dem Bereich des Aufwärtstrends hier bleiben wollen, ja, wir bewegen uns ja jetzt auch schon lange seitwärts, also seit 2000. 2 sind wir eigentlich hier unverändert geblieben. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Muss man mal schauen, ob wir jetzt hier neue Impulse generieren. Ansonsten wird es schon eklig. Wir hatten jetzt hier zuletzt ein kleines neues High gebildet. Also wenn man sich das nochmal anschaut, haben wir hier zum Glück mal ein neues High gebildet. Aber das bringt alles nichts, wenn wir jetzt hier drunter rutschen. Charttechnisch ist es erstmal gut. Und für viele, die sich daran halten, ist das erstmal positiv, aber nichtsdestotrotz, der Kurs ist dann am Ende das, was die Wahrheit ausspricht. Von daher bleibt es hier abzuwarten. Bei mir läuft der immer noch im Sparplan, ja, weil ich natürlich hier seitwärts im Level das langfristig interessant finde. Ist jetzt die Frage, ob wir hier runterkommen. Ja, von daher müssen wir weiter beobachten. Allianz, sind wir jetzt auch in einer schönen Aufwärtsbewegung, den hatten wir jetzt auch schon besprochen. Shop Apotheke hatten wir jetzt zuletzt diesen Down hier nochmal gesehen unter das 78er Level. Das heißt, hier wird es jetzt erstmal kritisch, beziehungsweise für uns auch kein neuer Einstieg mehr möglich. Struktur ist soweit schon da. Hatten wir auch immer besprochen, dass wir hier so eine starke Übertreibung hatten, das aber akzeptieren, weil wir dann hier entsprechend das Ziellevel auch abgearbeitet haben. Dann hier recht impulsiv die rote Aufwärtsbewegung und ja, jetzt kam der Abverkauf nach Corona und Hype-Situation und ja, das sieht so ein bisschen kritischer aus. Ist natürlich auch ein Unternehmen, was noch nicht so stämmig, sage ich mal, dasteht. Von daher hier aktuell jetzt natürlich wieder abwarten. Erstmal kein Invest mehr. Wir haben keine Zonen mehr, die wir reproduzierbar nutzen können. Und von daher jetzt hier untergeordnete Struktur abwarten. Vielleicht sehen wir auch hier wieder so ein Szenario, dass wir doch recht tief nochmal eintauchen, dass wir hier ja, wirklich eine Übertreibung sehen. Und uns dann wieder rausarbeiten. Bleibt abzuwarten, aber erstmal jetzt hier für uns kein Invest mehr. So, Intel. Bei Intel bewegen wir uns langsam in die Zone, die spannend wird, zumindest auch in Bezug aufs All-Time-High. Wir sind jetzt knapp bei 30 Euro. Ich mache hier mal das All-Time-High mit der Lila-Farbe, dass man das wieder einheitlich sieht, versuche ich jetzt hier ein bisschen einheitlich alles zu machen, dass das dann auch verständlich ist. Und ja, zumindest das hier wird langsam spannend. Wir gehen natürlich noch ein bisschen von tieferen Kursen gerne aus. Auch hier strukturmäßig ja, ein bisschen, ja,
ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier einen großen Trend haben. Wir haben eine schöne Aufwärtsbewegung und jetzt eine Korrektur. Das ist auf jeden Fall legitim. Können wir hier noch ein paar Unterstützungszonen mit einbeziehen. Können wir gleich noch machen. Das 78er Level befindet sich unter anderem hier. Das nochmal als Ergänzung. Und die Unterstützungszonen haben wir natürlich hier aktuell. Hätten wir hier schon mal so eine Zone, die zumindest interessant scheint, in dem Bereich hier. Und dann haben wir auch hier unten nochmal die Zone, die hier für eine Unterstützung sorgen könnte. Ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht die Woche. Und nächste Woche können wir im Zweifel, wenn es da was Neues gibt, draufschauen. Nvidia, die war ja auch hier zuletzt in einem einzigen Aufwärtstrend seit 2019 hier komplett durch Corona durch. Sehr gut gelaufen, war dann auch natürlich sehr weit ja, publiziert und für uns seit längerem kein Kauf mehr. Also seitdem quasi hier der Ausbruch über das All-Time-High draußen ist, war es jetzt für uns jetzt kein reproduzierbares Invest mehr. Wir haben dann auch das Ziellevel abgearbeitet und sind dann prinzipiell so also ab hier eher von der Korrektur ausgegangen, die ist ausgeblieben. Hier haben wir dann eine extreme Übertreibung gesehen, ist aber allerdings alles legitim, kann gerne weiter drüber hinaus wachsen über das Ziellevel. Allerdings gehen wir dann mit einer stärkeren Korrektur aus, um das Ganze wieder auszugleichen, auf ein normales Level zu bringen. Zumindest haben wir jetzt hier das 50er Level bereits abgearbeitet, der übergeordneten Aufwärtsbewegung. Wir würden natürlich wie immer uns hier einen Retest wünschen. Das heißt, wenn wir jetzt hier runterlaufen, würden wir gerne hier die Bewegung dann sehen. Und selbst wenn wir dann nochmal drunter kommen und noch mehr Übertreibung sehen, dann sind wir nicht schon seit hier oben investiert. Darum geht es einfach, dass wir ein bisschen das Risiko rausnehmen und die Investment ja, für uns ein bisschen abstimmen. Und aus der Vergangenheit lernen, dass wir nicht zu lange im Drawdown, sage ich mal, drin liegen. Deswegen schaue ich da immer drauf, dass das zusammenpasst. BHP Group, da haben wir jetzt weiterhin dieses Szenario, was wir in der Telegram-Gruppe aufgestellt haben. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal präsentiert habe. Also hier sind wir jetzt erstmal noch nicht für uns in einem interessanten Bereich. Wir haben zwar untergeordnet wieder ein 50er Level, welches wir auch wieder nutzen könnten. Allerdings bin ich jetzt persönlich auch schon in anderen Bereichen hier investiert. Von daher möchte ich mein Klumpenrisiko in dem Sinne jetzt nicht erweitern durch diese Position hier und würde dann auch eher auf eine tiefere Korrektur bzw. eine spätere Korrektur warten. Das heißt, wenn jetzt hier irgendwas Unwahrscheinliches passieren sollte, dass wir hier runtergehen und die Struktur gebrochen wird, dann bin ich nicht quasi in mehreren Titeln darüber investiert. Und von daher gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass wir hier aber das Ziellevel abarbeiten, das All-Time-High antesten und dann die Korrektur nochmal sehen, hier in Gelb mit der Überschneidung dann im Ziellevel. Das haben wir uns jetzt hier so als mögliches Einstiegsszenario hier überlegt, in dem Bereich dann wieder. Aber einfach, dass wir hier diese Zeit dann hier uns in dem Sinne gespart haben als Invest. Ja, muss natürlich jeder für sich selber sehen, ob er hier diese Idee mitträgt, auch wenn es dann nicht so kommt, dass man dann verzichtet. Aber das ist so das Update hier. Prinzipiell ist aber die Aufwärtsbewegung hier von Orange intakt und untergeordnet soweit auch alles in Ordnung noch. Von daher, ja, das als Update. Ich denke mal, das eine oder andere war vielleicht dabei. Wenn jetzt spezielle Wünsche sind, gerne melden. Und ja, würde mich freuen, wenn da eine gewisse Rückmeldung kommt. Dann auf jeden Fall einen guten Wochenstart und bis nächsten Woche. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass gerne ein Like da oder abonniere meinen YouTube-Kanal. Ansonsten kannst du mir auch gerne auf Instagram folgen oder meiner Telegram-Gruppe beitreten. Beide Links findest du in der Videobeschreibung.